Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 4. Sequenz 2. Verzeih den plötzlichen Abgang. Kleines Missverständnis. Leider nur eins von vielen. Ah, Himmel. Tut mir leid, Freund, das war meine Schuld. Ich versuche nur, den Spanier nicht ins Auge zu fallen. Das macht fast nichts. Unglücklicherweise haben die Soldaten meinen Zucker konfisziert. Und eure Depesche. Mist. Wo sind sie hin? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Schätze, diese Burschen wissen es doch, mein Spanisch ist muy mal dat. Also frage ich lieber nicht. Verdammt. Nun gut, komm, folgen wir ihnen und retten meine Karten. Und mein Zucker? Ja. Was in meinen Unterhosen? Das werden wir ja sehen. Gut, dann suchen wir halt das Zeugs mit L. Ja, habe ich bereits gemacht. Hier so ein bisschen wie bei Tomb Raider. Der spezielle Modus. Beim Rennen geht er weg. Bei Tomb Raider muss ich ja Q drücken. Ich glaube, bald habe ich den Dreh raus. Still. Ich fürchte, die wissen von uns. Sei leise. Belom ne vinum vivimus. Ocurre algo, buen señor? Oh, vielleicht teilen wir uns auf, um sie zu verwirren. Mhm. Das war deine beste Idee heute. Ja, echt, das war die beste Idee. Schließen sich eine Gruppe von Menschen an, um sich zu tarnen. Möchte gerne. Ihr seid spät. Ja, Senor. Sie, das tut uns sehr leid. Unser Captain hängt uns auf. Okay, und da darf ich jetzt wohl nicht durch. Das sei... Was? Wie entdeckt? Wieso haben die mich jetzt entdeckt? Also, Mist. Bin ich zu früh losgerannt? Ja, dann muss ich wohl ein bisschen warten. Ja, ich weiß. Gut, weiter fortsetzen. Nicht, wenn du still bist und außer Sicht bleibst. Ja. Wem sagst du das? Barnett! Ich glaube, bald habe ich den Dreh raus. Ja, so siehst du aus. Ich fürchte, die wissen von uns. Sei leise. Gut, tarnen wir uns. Teilen wir uns auf, um sie zu verwirren. Das war deine beste Idee heute. In welchem Spiel gibt es nicht eine nervende Person? Wisst ihr noch Anno 2070? Diese doofe Eve, die die ganze Zeit irgendwas labern muss. Ihr seid spät. Ja, Senor. Sie, das tut uns sehr leid. Unser Captain hängt uns auf. So, jetzt sind sie da rein. Das wäre Captain Mendoza. Ja, Senor. Er freut sich sehr, euch zu treffen. Und ich muss jetzt hier rundherum, weil ich kann ja nicht gut dadurch. Oh. Ja, Senor. Die kommen schon. Wenn die Glocke klingt, können wir los, wenn es euch beliebt. So, jetzt muss ich aber das mich nicht entdecken. Na los. Sehr gerne. Und vor allem, wenn Captain Mendoza die Falltür öffnet. Der Mann schuldet mir Geld für Sklaven, die ich ihm verkaufte. Okay. Natürlich, Senor. Captain Mendoza würde euch gerne bezahlen. Wir haben Fracht geladen, Zucker und dergleichen. Exzellent. Jetzt gehen die da wieder durch. Wo ich nicht durch kann. Das heißt, müssen wir einmal rundherum springen. Bevor die Zeit abläuft und sie dann hier wieder zu finden. Glocke, Senor. Nein! Dann sollten wir nicht träumen. Ja, Senor. Gehen wir. Was? Nö, jetzt bin ich doch gerade hinter dem... hinter die Mauer gegangen. Ach, Mist, wie ich das hasse. Und da muss man wieder von vorne beginnen. Okay, fast.
Nee, nee, nee. Jetzt gehen sie da durch, wo ich nicht durch kann, oder wie? Ich versuche da alles außenrum, typisch. Oh, da sind sie ja. So. Oh, nee. Ah, verpisst euch doch. Hä? Was machen denn die Frauen? Habe ich jetzt angeheuert? Ich kann nichts dafür, ich weiß nicht. Oh. Nein! Ah, verdammt. Rennt mal schneller. Die Hinrichtung wird bald beginnen. Ah, wieder mitten durchs Zeugs durch? Oder kann ich auch? Ah, hier kann ich auch durch. Los, hoch! Manchmal schnallt es einfach nicht. Vorsichtig. Nein, hallo. Nicht da hoch. Mann, das hasse ich. Das hasse ich. Das hasse ich an Assassin's Creed. Er muss einfach überall hochsteigen, wo man aus und hier reinläuft. Das ist doch der größte Scheiß. Das kann doch nicht wahr sein, ey. So, jetzt schön vorsichtig. Nirgends reinlatschen oder gleich wieder hochspringen muss. Ah. So, auch hier. Ich verliere sie noch nicht, ich sehe sie ja immer noch. Wehe, du läufst jetzt wieder gegen die Leiter? Nö. Gut. Fast da, ja. Alter. Wehe, die sehen mich jetzt wieder, dann kackt's mich echt an. Zuerst diese doofe Scheißleiter und dann. Kann ich endlich mal ans Ziel kommen? Nein, Alter, jetzt muss er wieder überall hoch. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Überall muss der hochspringen, ey. Überall. Das gibt's doch nicht. Überall, wo ich hinkomme, der muss er gleich hochspringen. Wie doof ist der denn? Oh. Alter, ich bin so weit gekommen, ey. Diese scheiß Leitern und Wände. Muss ich denn jedes Mal einen riesen Abstand davor halten, damit er ja nicht reinläuft? Wir sind fast da. Wo lang?
Ach so. Ah! Jetzt hör doch mal auf, um zu springen! Alter. So, überall genug weit vom Zeugs vorbei. Ah! Nicht schon wieder, ey. Ah, was? Ich muss irgendwo in die Nähe gehen, um die zu belauschen, ne? Okay. Verflixt. Der sieht mich die ganze Zeit. Alter, hör mal auf mich zu sehen, ey. Was mache ich denn falsch? Ja, klettere hier hoch. Du bist so bescheuert, echt. Diese Steuerung ist einfach schlimm. Nein! Ah! Alter, wie soll ich denn da rankommen? Die erkennen mich ja gleich. Wie soll ich denn da rankommen? Wie lange wird das schon spielen? Den ganzen Tag auf den Kämpfen warten. Okay, dann machen wir es eben mit Frauen. Das geht ganz schnell, Senor. Captain Mendoza muss den Mann nur hängen. Und dann wird er euch euer Geld bringen. Ich will keine Real, denk daran. Ich will Waren, die ich verkaufen kann. Tabak und Zucker. Si, wir haben guten Zucker. Kisten, die wir gestern einem fetten Engländer abnahmen. Mhm. Engländer? Sie, Zucker von Barbados, sehr fein. Wir haben ihn in Castillo, nachdem der Mann gestern Abend einen Streit vom Zaun brach. Er floh und ließ den Zucker zurück. Sehr großzügig. Okay. Ein Anfang. So ist das also. Dann zum Castillo begleiten? Nein, Senor. Captain Mendoza wird ihn euch schicken, glaube ich. Ihr werdet sehen. Guter Gott, ist dieser Riesäuer Captain Mendoza? Nein, Senor, das ist El Tiburón, einer von Gouverneur Torres' Männern. Ah, jetzt müssen wir dem folgen, oder wie? Okay. Ah Mann, also solche Missionen mache ich ja überhaupt nicht gerne. Immer diesen Leuten folgen. Und wenn man es nicht schafft, wieder von vorn beginnen und. Ja. Für mich die dümmste Folge bisher. Vergnügt euch. Ich kann die einfach abbringen. Ich will ja nur den Schlüssel. Ich will den Schlüssel. Gib mir den Schlüssel, den Schlüssel. Oh. Ja, wo ist er denn?
So, jetzt verschwindet. Alter. Muss ich euch jetzt wirklich einen nach dem anderen umlegen? Bam. Und das und das. Und so, einer weniger und jetzt kommst du dran und du auch gleich. Kreisen von hinten, dann geht's eigentlich noch. Du bist du der Letzte vielleicht. So, jetzt ist den Schlüssel. Na, da kommt noch einer, okay. Gut, jetzt aber wer mit dem Schlüssel zum Gefängnis jetzt fortschleichen. Okay, und ob wir es bis zum Gefängnis schaffen und damit diese blöde Folge jetzt endlich beendet ist. Vielen Dank fürs Zusehen. Nächstes Mal hoffentlich wieder besseres Zeugs und nicht, wo ich mich über die Steuerung von Assassin's Creed aufregen muss. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.